Moin und recht herzlich willkommen zu mal wieder einem kleinen, aber feinen Update Nummer 5. Denn diese Woche ist viel passiert, ich habe so einiges gemacht und ja, ich wollte einfach mal ein bisschen darüber erzählen. Zu Beginn an, ich habe jetzt endlich einen Job gefunden auf einer Farm. Dort werde ich in einem Zelt schlafen und ja, ich habe mir jetzt heute schon mal ein paar Sachen für die Farm gekauft, nämlich einmal Schuhe. Da habe ich mir gerade Wanderschuhe gekauft, die werde ich dann 2 in 1 nehmen, einmal für die Farmarbeit und einmal zum Wandern. Und ja, ich habe ein bisschen viel für die Schuhe bezahlt, weil ja, eine gute Qualität ist wichtig, aber ich wurde ein bisschen überredet, dass ich doch bessere Schuhe kaufen soll, damit die Qualität auch stimmt. Ja, das stimmt natürlich, aber ich weiß jetzt nicht, ob ich mir die alleine auch gekauft habe. Ist aber überhaupt nicht schlimm. Jetzt habe ich schöne Wanderschuhe und kann die hoffentlich meinen ganzen Australien-Aufenthalt nutzen. Dazu habe ich mir einen Campingstuhl gekauft. Der ist echt gemütlich und man kann echt gut drin sitzen. Dann habe ich mir noch ein paar Arbeitsklamotten gekauft, eine Hose, ein T-Shirt, einen Hut und Handschuhe, ein Handtuch. Und das war's dann auch schon. Und ja, ich freue mich jetzt echt auf dieser Farm zu arbeiten. Bin mal gespannt, was das so gibt. Es kostet da 7 Euro die Nacht zu schlafen. Also für Elektrizität und Strom und Küche und sowas. Und ja, ich werde in meinem Zelt schlafen. Das gefällt mir echt gut, weil ich da meinen eigenen Platz habe, niemanden mit meinem Zimmer teilen muss. Und ja, jetzt zu dem nächsten Punkt. Ich liebe es wirklich, hier in diesem Haus zu sein. Ich mache hier erstens nämlich einen enormen Fortschritt, weil ich sehr viel Zeit für mich habe, sehr viel über mich nachdenke und vielleicht merkt ihr das, aber mir geht es in den letzten Tagen so gut, ich bin so energiegeladen, mich durchströmt sozusagen so eine richtige Liebe und ich habe Liebe so zu allen, auch wenn sich das ein bisschen blöd anhört. Aber so ist es und ja, ich freue mich einfach hier zu sein und zudem bin ich mittlerweile so der kleine hauseigene vegane Koch. Oh, Frankie kommt. Hey Frankie. Und ja, koche ein bisschen für die und die genießen alle mein veganes Essen. Und ich werde hier richtig verwöhnt. Denn ich wollte jetzt letztens was einkaufen gehen und dann kriege ich einfach Geld in die Hand gedrückt und gesagt, ja, kauf dir was, ist kein Thema, ich bezahle das. Und ich so, was? Und ich so, danke. Und ja, ich kriege hier immer Nüsse gekauft und alle möglichen Früchte und Gemüse. Und ich bin wirklich sehr dankbar. Ich habe hier eine echt schöne Zeit mit denen. Und die sind mir echt ans Herz gewachsen. Und ich ihnen auch. Das freut mich. Und zudem kriege ich noch eine Luftmatratze. Ich habe ein Zelt bekommen. Und ja, ich kriege hier echt einiges geschenkt. Ich bin echt mega dankbar. Ja, was gibt's noch zu sagen? Diese Woche habe ich angefangen mit meiner linken Hand zu schreiben, damit ich meine rechte Gehirnhälfte, die für Kreativität steht, ein bisschen verbessern kann. Klappt auch mittlerweile echt gut. Ich zeige euch das gerade mal. So sieht das mittlerweile aus. Ja. Und ja. Dann gehe ich öfters mal ins Meer, meditiere sehr, sehr, sehr viel und passe noch mehr auf meine Ernährung auf. Ich versuche noch weniger zu essen, denn ich merke, ich esse ab und zu mal ein bisschen zu viel, weil ich das Essen dann doch ein bisschen zu lecker finde. Deswegen muss ich mal versuchen, ein bisschen weniger zu essen. Aber ich glaube, das ist nur noch so ein kleiner Meilenstein, den ich auch schnell überwinden kann. Ja. Ich versuche hier jeden Tag wirklich einmal in die Kamera zu sprechen, auch wenn ihr keine Videos seht. Ich übe nämlich sehr, einfach aus mir herauszusprechen und flüssige Videos zu drehen, die Menschen helfen. Ja, ich möchte nämlich Menschen helfen. Genau das gleiche mache ich auch, indem ich anfange, über Probleme zu schreiben,
die jedermann hat, und einfach einen Text darüber schreiben und ein paar Punkte, wie man dagegen vorgeht. Und ich möchte einfach am Anfang ein bisschen für mich üben, damit ich wirklich eine gute Qualität liefern kann und mit dem zufrieden sein kann, mit dem, was ich nämlich ausliefer, abgebe. Genau. Ich möchte wirklich hart selbst an mir arbeiten und es präzise, genau und auch gut verständlich übermitteln. Ja, und ich denke, ich mache hier von Tag zu Tag einen Fortschritt, habe hier dazu noch eine echt schöne Zeit. Ich hoffe, das wird auch so bleiben, wenn ich arbeite, aber ich weiß ja, wofür ich das Ganze tue, nämlich für mein zweites Jahr hier in Australien und für ein bisschen Geld, weil ich das Geld einfach im Moment brauche. Ist halt einfach so. Ja. Was ich noch sagen will, ist ein ganz, ganz liebes Dankeschön an meine Familie, vor allem an meine Mama und meinen Papa, die mir die Möglichkeit gegeben haben, ein Auto zu kaufen und mir Geld geliehen haben. Und da bin ich echt sehr, sehr dankbar für. Und ich werde sehr, 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 sehr hart arbeiten, um das Geld natürlich sofort wieder zurückzuzahlen. Also großes, großes Dankeschön. Ja. Ich habe hier echt meinen Spaß, genieße hier meine Zeit und bin einfach nur fröhlich. Und es wird von Tag zu Tag besser. Ja, und ich würde sagen, das war's von mir diese Woche. Hab du einen schönen Tag, lieb dein Leben und pass ein bisschen auf deine Ernährung auf. Peace.